Schönen guten Morgen. Ich bin ja gestern recht spät in Venedig angekommen, habe dann aber noch ein Hotel gefunden für 50 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Ja, habe sicher schon mal besser geschlafen. Direkt hier an der Straße, war ein bisschen laut. Aber was soll's, all meine Sachen sind in den Tesla-Taschen verstaut und der Tag kann beginnen. Können wir bitte einmal bewundern, wie viel Platz dieses Auto bietet? Hier ist eine fette IKEA-Tüte Basketball. Da ist ein riesiger Rucksack mit einer Drohne drunter. Dann hier unter dem Bett sind nochmal alle Ladekabel, ein Longboard, Decken, noch mehr Stuff. Dann da ist nochmal eine riesige Tüte. Mein ganzes Bett ist da. Hier habe ich eine Tasche verstaut, passt gut hin. Da auf dem Beifahrersitz. Gut, das ist gar nichts, aber im Fußraum ist der Koffer und die Laptoptasche. Hier in der Mitte sind Snacks und mein Lieblingsfach, der Schuhschrank. Yay! Also echt angenehm. Wenn man alleine reist, kann man wirklich den ganzen Haushalt mitnehmen, gefühlt. Einfach. Und ich kann immer noch hinten ein Nickerchen machen oder mal spontan im Auto schlafen. Also es ist echt. Wirklich, wenn man so idiotisch packt wie ich, kurz vor Schluss dann alles reinschmeißt, ist es wirklich sehr angenehm, dass man so viel Stauraum hat. Jetzt muss ich nur das wieder zubekommen. So. Folgendes ist mein Plan. Gut, jetzt kommt die Sonne schon langsam raus, aber heute früh sah es eher ein bisschen trist aus. Also habe ich mir überlegt, ich gehe hier zum Supercharger, hau mich da irgendwo ins Café, schnippel an einem Video und mache ein paar E-Mail-Sachen und dann checke ich Venedig aus. Und in diesem Video will ich euch noch eine Tesla-App zeigen. Einige von euch, die meisten vermutlich, kennen vielleicht die Tesla-App schon. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Aber es gibt eine App von einem Drittanbieter sozusagen, die richtig cool ist und richtig viele Details anbietet. Und da bin ich mir sicher, dass die meisten Tesla-Fahrer die auch noch nicht kennen. Deswegen kommt die heute dann, nachdem ich in Venedig war. Nach Venedig. Und hier sind auch noch andere Tesla gekommen, zwei Stück an der Zahl. Okay, zieht euch rein, was mir gerade passiert. Es ist jetzt so 20 Uhr. Ich war gerade in Venedig, Abendessen, ne? Schön am Wasser da gesessen. Plötzlich, zack, bumm, habe ich kein Datenvolumen mehr. Eigentlich voll komisch, weil ich habe 15 GB. Und man hat ja eigentlich jetzt auch im Ausland, im EU-Ausland so viel, wie man auch in Deutschland hat. So, aber scheinbar war nach einem Gigabyte zu, weil irgendwie mein Tarif nicht umgestellt worden ist. Also gehe ich hier zu Tesla, habe ich nur noch im Auto Internet. Also gehe ich nach dem Essen ins Auto, suche mir die O2-Kunden-Hotline raus, telefoniere da mit der und die meinte, ah ja, sorry, unser Fehler, wir stellen es um, ab Mitternacht wird es resettet. Habe ich gemeint, geht es nicht irgendwie schon früher, ich brauche Internet auf dem Handy, dies, das. Nee, geht nicht, technische Gründe, erst ab Mitternacht. Okay, also 4,5 Stunden, jetzt nur 4 Stunden ohne Internet. Ich hatte noch kein Hotel, also dachte ich mir, okay, ich kann jetzt nicht irgendwie groß Preisvergleich machen. Also hier im Tesla-Display ist nicht schön. Ich fahre einfach zu meinem alten Hotel wieder und sage, ich bleibe noch eine Nacht länger. Ausgebucht. So, dann gehe ich also hier ins Tesla-Internet und ihr seht, es ist einfach nicht angenehm. Ne? Also hier ist es, den Browser zu benutzen, wenn man auf irgendwas drückt, das dauert ewig und es ist einfach keine schöne Benutzererfahrung. Wie ihr seht, ihr es einfach weitere Hotels anzeigen, bis da was kommt. Einfach will man nicht benutzen, wenn man nicht muss. Und jetzt hat sich mein Tablet dankbarerweise verbunden mit dem WLAN vom Hotel. Ich stehe nah genug scheinbar und klaue den WLAN und kann jetzt schauen, ob ich hier noch irgendwas finde. Weil die Sachen, die ich hier sehe, sind super teuer. Und wie gesagt, es ist super eklig, das zu benutzen. Also ich habe keinen Bock, ein Hotel über den Tesla-Browser zu buchen. Lieber hier entspannt im Tablet.
Seht ihr den Unterschied? Das ist echt traurig, ne? So traurig. Der Browser hier ist echt ein Witz. Verrückt. Na, wer sagt denn, alles kein Problem? Ein Hotel gefunden, sogar mit Parkplatz. Für denselben Preis wie gestern, 47 Euro mit Frühstück. Also, warum ich diese App so sehr mag. Erstmal, sie heißt TestLab. Und ich mag sie, weil man einfach super viele Infos bekommt, die man in der normalen Tesla-App, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, nicht bekommt. Bevor ich euch jetzt die Apps zeige, ich habe gerade ein bisschen im Internet rumgesurft, es geht nach Bologna morgen, habe ich entschlossen. So, also, das hier ist die normale Tesla-App, ist auch super nützlich. Man kann hier zum Beispiel das Klima vorregulieren, also einfach das Auto vorheizen. Oder ich könnte von hier das Auto starten, ich könnte auch es hupen lassen, jetzt hupt es hier auf dem Parkplatz draußen. Und ich sehe auch den Ladezustand. So, alles nett, alles gut. Aber die Tesla-App kann noch mehr. Ich habe hier mein Profil eingerichtet, habe ein Bild von meinem Auto reingeladen. Ladestand sehe ich auch. Ein paar Infos zur Batterie sind hier drinnen. Spannende Sachen kommen dann auch gleich. Hier sind eben so Sachen, die man auch in der Tesla-App sehen würde. Das Auto verriegelt ist, dass die Klimaanlage aus ist. Jetzt gehen wir auf Stats, also Statistiken. Und hier wird es spannend. Denn hier wird einfach mitgezählt, seitdem ich diese App habe, seit dem 6. Oktober 2017, die App ist noch relativ neu, die gibt es jetzt seit wenigen Monaten. Und da war sie auch noch eine Beta, also die ist jetzt wirklich sehr brandaktuell. Habe ich 3000 Kilometer drauf gefahren, bin insgesamt 1 Tag und 20 Stunden gefahren, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h fast. Insgesamt habe ich 1 Tag und 11 Stunden geladen. Also da waren auch viele langsamere Lader dabei, nicht nur Supercharger deswegen, also auch über Nacht. Und 209 Mal bin ich das Auto gefahren, bei 19 Superchargern war ich. Und das sagte eben die Tesla-App nicht. Und das finde ich halt wirklich nice, dass man sowas hier sehen kann. Dann gibt es noch so ein paar spielerische Elemente, wie diese Badges, also diese Abzeichen. Zum Beispiel habe ich hier ein Abzeichen zum Marathon-Mensch sozusagen, weil ich über 50 Meilen gefahren bin. Gut. Oder hier, ich bin an mehr als 10 Superchargern gewesen, da habe ich diese Badge hier bekommen. Oder 2 Supercharger in einem Tag, also so ein bisschen, ne, ein paar Spielchen drin, aber ist doch nett. Und hier sehe ich die letzten Supercharger, an denen ich war, also hier der heute hier bei Venedig, dann der bei Verona. Und man sieht auch, wer diesen Supercharger am meisten besucht hat. Ich habe da schon mal einen rausgesucht, und zwar hier zum Beispiel der in Irschenberg, der Herb Heinzel. Der war schon 5-mal da, und da kann ich jetzt draufdrücken und man kann sein Profil entweder öffentlich oder privat machen. Und wenn bei öffentlichen Profilen, kann man eben bei all den anderen Community-Mitgliedern so sehen, was sie mit ihrem Auto alles anstellen. Also zum Beispiel kann man auf jede Karte draufdrücken und sieht dann zum Beispiel diese Fahrt und wie viel Energie da verbraucht worden ist, was die Durchschnittstemperatur war, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Distanz. Und all diese Sachen kann man eben dann bei den öffentlichen Profilen sehen und bei seinem eigenen Profil. Dann gehen wir zu einem meiner Lieblingsunterpunkte, und das ist bei Trips. Denn hier habe ich meine vergangenen Fahrten aufgelistet mit vielen statistischen Details. Also hier sind wir jetzt beim gestrigen Tag, und da pick ich mir diesen Trip raus. Das war jetzt nämlich von dem einen Supercharger zum anderen, nach Verona dann. Und hier habe ich dann eben die Zahlen dazu. Also das Ganze hat mich 2 Stunden 7 Minuten gekostet mit einem Schnitt von 196,3 Wattstunden pro Kilometer. 236 Kilometer bin ich gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 Kilometern. Und das verriet mir eben die Tesla-App nicht. Und das kann ich eben für all diese kleinen Trips jetzt hier auch sehen. Zum Beispiel der Trip hier zum Hotel, der war. Ah nee, das war jetzt nur vom, ich habe vorm Hotel geparkt und dann bin ich in den Park, in den Hinterhof hier reingefahren. Also das ist dann die Fahrt von meinem alten Hotel zum neuen Hotel. Das waren 11 Minuten und 5 Kilometer knapp. Also einfach witzig, dass man sie alles sehen kann. Und hier bei Leaders sieht man zum Beispiel jetzt hier, wer am längsten in einem Tag gefahren ist. Und das war eine Fahrt von 2595 Kilometer, ist jemand an einem Tag gefahren. Man könnte aber auch hier nach zum Beispiel Supercharger Visited gehen. Und dann sagt er, müsste er eigentlich anzeigen, ja genau, wer am meisten Supercharger besucht hat in der letzten Woche, hat einer 9 Stück besucht. Ich habe 4 besucht. Naja.
Aber da kommen noch ein paar dazu die nächsten Tage. Ich hätte eine Chance, da ziemlich weit oben dabei zu sein, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen durchziehe die nächsten Tage. Mal schauen. Morgen Bologna, da liegt auch einer auf dem Weg. Wobei, den brauche ich eigentlich gar nicht, glaube ich. Aber sehen wir dann. Dann hier eben die Trip-Sachen, Activities, sehe ich eben alle Sachen, die mein Auto so gemacht hat. Zum Beispiel, dass hier 3,5 Kilometer einfach an Phantom Drain, also einfach an Reichweite verloren hat, weil es einfach rumstand und eben der Akku sich so ein bisschen entlädt und ja auch ein paar Sachen da im Hintergrund laufen. Er hat ja immer eine Internetverbindung, damit ich jetzt theoretisch auch aufs Auto zugreifen kann. Also hier sehe ich eben alle meine Aktivitäten, die mit dem Auto zu tun haben. Also ich finde die App cool. Ich lasse sie einfach im Hintergrund hier laufen. Man muss halt seinen Standort aktivieren am Handy, damit eben dann das Handy mittrackt, wo man sich so mit seinem Auto aufhält. Witzige Sache, wie findet ihr die App? Ich will jetzt nicht sagen, sie ist besser oder schlechter als die Tesla-App, sie ist einfach anders und ich finde eine gelungene Ergänzung, ich benutze beide gerne. Klar, im Idealfall würde Tesla all diese Funktionen integrieren und ich hätte nur eine App auf dem Handy, aber sei es drum, habe ich halt zwei und ein bisschen mehr Zahlen, mit denen ich rumspielen kann, bei meinem Auto rumgefahren. Okay, gute Nacht, bis morgen und macht's gut. Ciao.